Jo Leute, und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas im 100% Guide, aber nicht für die 100%, denn ich habe mir überlegt, heute zum 70. Part, der ist nämlich heute, machen wir doch mal noch was Besonderes, und zwar den Beat the Cock Triathlon. Es gibt sogar zwei davon und wir machen in diesem Part alle beide. Den ersten finden wir hier am Santa Maria Beach. Und ja, ich habe da mal ein bisschen durchgelesen. Am besten ist es, wenn man wirklich oberkörperfrei ist. So sieht man auch schön das Vorkreuz hier von CJ, ne? Ist klar. Und ich habe hinten drauf gleich mal ein bisschen ein kleines Grove Street Tattoo hinterlassen. Sieht eigentlich ganz geil aus. Schön auf dem Kreuz, da sieht man mal unseren durchtrainierten Oberkörper, obwohl das eigentlich gar nicht so gut ist, wenn man hier durchtrainiert hingeht, weil man rennt natürlich als muskelbepackter CJ wesentlich langsamer als mit dem normalen. Wir probieren das jetzt mal aus, falls es gar nicht geht. Muss ich halt nochmal abnehmen, aber ich denke mal, das wird schon gehen. Also erschwerter Schwierigkeitsgrad. Und ich hatte mir eigentlich erst überlegt, ob ich das mit dem Controller zock, aber auf dem Controller muss ich die ganze Zeit auf X hämmern, damit ich sprinte. In der Definitive Edition haben die es ja so gelöst, die Entwickler, dass man jetzt die ganze Zeit nur Shift drücken muss und dann sprintet er automatisch am schnellsten. Ist eigentlich ganz gut. Ich denke aber mal, mein Finger wird mir irgendwann mal einschlafen, aber egal, scheiß drauf. Wir machen jetzt den Triathlon, deswegen labern wir jetzt auch nicht weiter. Ich denke, wir haben noch genug Zeit zum Labern hier am Triathlon. Und schießen einfach mal los. Oh yeah. So, rein in den Pool jumpen. Gut, das hat jetzt nichts gebracht, aber ist erstmal egal. Ja, der erste ist auf jeden Fall ja halb so lang wie der zweite. Also der zweite wird echt ziemlich heftig werden. Und das Schlimmste ist eigentlich, man bekommt noch nicht mal was dafür. Also das kannst du eigentlich echt vergessen für den, ja, also wirklich für den Triathlon, ne? Weil es ist ja, man muss ja erstmal Kondition aufbauen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Einbrechermission gemacht haben, weil wir ja jetzt unendlich Kondition haben. Und ich würde euch das auch wirklich ans Herz legen, dass ihr das macht, weil wenn ihr hier immer wieder verschnaufen müsst und so, das schafft ihr einfach nicht. Ihr müsst hier volle Kondition haben, immer sprinten können, durchgängig. Und dann wird es auch was. Wir sehen es ja schon jetzt. Ich habe die ja schon ganz gut im Griff hier, die Kollegas. Aber ich hoffe mal, meine Muskeln kommen jetzt nicht irgendwie dazwischen, ne? Also da habe ich schon jetzt ein bisschen am meisten Angst. Aber das packen wir schon. Ich hab den Glauben in dich, CJ. Bitte. Enttäusch mich nicht. Aber jetzt schlägt er sich ganz wacker und gerade im Schwimmen hängen wir die ganz ordentlich ab. Ja, Triathlon, für Leute, die es nicht kennen, warum auch immer, ist halt Schwimmen, Fahrradfahren und Rennen. Wir werden jetzt, denke ich mal, hier drüben, also ich habe das jetzt auch, kenne die Strecke jetzt absolut gar nicht. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt hier irgendwie an die Bucht kommen. Und von da an, denke ich mal, mit dem Fahrrad fahren. Wohin es geht, keine Ahnung. Aber ich denke, die Triathlons sind ja nun dafür extra gemacht, dass man jetzt nochmal so San Andreas in seiner vollen Blüte sieht. Finde ich eigentlich auch ganz cool so. Also einer mit der Hauptgründe, warum ich das jetzt euch zeige. Weil so können wir nochmal schön labern, bevor es dann an die Sammelmission geht. Die ist ja, und ich denke, das wird viele auch interessieren, wie ich die eigentlich gestalten werde. Ich werde zwar dann nochmal im Video näher erläutern, aber ich werde das einfach so machen, dass ich euch die Orte zeige und die dann halt einsammle. Na, also jetzt keinen großen Klimbim deswegen machen, sage ich jetzt mal. Weil im Grunde genommen geht's ja den Leuten, die das suchen, oder beziehungsweise ist ja die Hauptaussage, die ich mit dem Video dann treffen will, ist, wo sind die Sammel-Items?
Ja, 4 Stück gibt es nämlich davon und wir werden in 4 Videos alle davon finden. Und da gibt es wieder mal coole Belohnungen, das kann ich euch schon mal sagen. Also da kann man wenigstens von Rockstar sagen, ja, da haben sie sich was dabei überlegt und es ist eigentlich ganz cool. Nicht wie im Triathlon, wo man wirklich nur Geld bekommt. Noch nicht mal viel, muss man sagen, für den Aufriss. Wie gesagt, man muss ja komplett Konditionen und Radskills am besten auch auf Maximum. Apropos Rad, da kommen wir jetzt hin. Schnappen wir uns mal eins. Natürlich das, was am weitesten weg ist. Ja, gut. Wie soll es auch anders sein? Oh, was mache ich denn? Hä? Okay. Aber wir liegen ordentlich im Vorsprung. Und das Gute ist, auch hier in der Definitive Edition, und das feiere ich ja so, also da haben sie, also das, was sie verbessert haben, haben sie halt auch wirklich verbessert. Das kann man eindeutig sagen. Weil ich muss jetzt hier ja nur auf W drücken. Wie beim Autofahren. Früher in der alten Version musste man sich hier noch einen abhämmern, indem man die ganze Zeit auf W schlagen musste. Also da hättet ihr jetzt, glaube ich, auch nur hier sowas hier gehört. Aber das wäre halt so. Aber jetzt kann ich schön gechillt auf W drücken. Wow! Ey, was macht der Baumstamm hier? Oh shit, das sollte jetzt nicht passieren. Ja, da kommen sie nämlich schon. Holy shit. Also noch einen Fehler sollten wir uns definitiv nicht erlauben. Okay. Aber es ist nur einer. Ich frage mich, ob ich den mit der Uzi einfach abknallen kann. Aber ich glaube, das haben die, da haben die Entwickler schon vorgesorgt, weil sonst könnte man ja direkt einfach alle am Start erledigen. Frag mich sowieso, warum er noch seine Waffen zur Verfügung hat. Okay. Ja, und das Gute ist, ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen, es gibt keinen Verkehr während dem Triathlon. Wenigstens ein was Gutes. Gut, ansonsten hätten wahrscheinlich schon so viele Spieler einen Rage-Quit gemacht hier bei dem Triathlon. Weil irgendwie ein Auto dagegen gekommen wäre oder sowas. Und bitte nehmt es mir nicht übel, falls ich ja immer mal nach hinten gucke. Ich will nur sicher gehen, dass hier nicht irgend so ein Noob mich einfach einmal überholt. Aber das sieht echt gut aus. Weil den haben wir jetzt ja schon komplett im Griff. Ich sehe den auch gar nicht. Also, ja. Und wir fahren anscheinend nach San Fierro. Ich glaube, hier bin ich auch noch nie nach San Fierro so hingefahren. Oh, und es geht schon zu Fuß weiter. Oha. Okay. So, werden denn die anderen sein? Bis jetzt sehe ich noch keinen. Wie gesagt, jetzt kommt es drauf an, ob wir zu viel Muskeln haben, wenn wir jetzt rennen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Also den ersten haben wir, denke ich mal, in der Tasche. Ich meine, ich könnte ja jetzt noch nicht mal großartig abkürzen. Weil halt auch die Checkpoints direkt immer auf den Straßen ist. Kommen Sie, Jay. So weit dürfte es auch eigentlich gar nicht mal sein. Also ich denke mal, wir müssen jetzt nur noch bis zur Spitze rennen von dem Hügel. Gut, hier kann man zumindest ein Stück weit abkürzen. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht. Oh, hier ist auch noch ein Strauß Blumen. Wo macht denn der hin? Aber dort ist auf jeden Fall der eine Läufer. Oh, das sind alle sogar. Okay, also so weit waren die jetzt gar nicht entfernt.
Also hier ist die KI wenigstens ein bisschen schwierig. Ich denke mal, am meisten haben wir die wirklich abgehangen beim Schwimmen und werden die noch mehr abgehangen, wenn wir natürlich nicht diesen Fail beim Fahrradfahren hätten. Der hat uns sehr viel Zeit gekostet. Aber alles noch geschafft. Das passt auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir auch schon bei der Spitze gleich, oder? Ja. Das sieht schon fast nach dem Ziel aus. Okay, jetzt geht's hier noch hoch. Unnötig, aber gut. Ja, und hier ist auch schon das Ziel. Warum es hier ist, keine Ahnung. Aber wir haben es freigeschaltet. Ein Erfolg. Beat the Cock. Und den Preis von $10.000 erhalten. Jo, Leute, ich mache auch jetzt keinen Cut hier rein. Ah, hier drüben steht er schon. Was ist denn das? Wow. Ja, geil. Direkt Karma einfach. Kommt den Triathlons und ist ja wieder ordentlich Action am Start. Ja, komm, ich setze mich jetzt einfach. Was? Wieso geht er nicht auf? Ach. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Genau, der nächste ist nämlich bei der Fisher's Lagoon. Ja, und da fängt es auch direkt an mit Regnen. Kann man verstehen. Ist ja auch so ein berüchtigter Ort für Mythen und Theorien. Also allein wegen dem... wegen dem Rollstuhl, der dort steht, also der... ja. Und wegen dem Haus vor allem. So, jetzt muss ich mir aber jetzt trotzdem mal einen Waypoint setzen, wo der überhaupt ist. Hier oben ist er nämlich. Wir fahren auch komplett falsch. Ah, komplett falsch. Gut, dann drehe ich lieber nochmal um, weil ich denke... wenn wir umdrehen, haben wir jetzt nochmal einen besseren Weg. Boah, und was ist das denn jetzt für ein Wetter? Ja, übelste Apokalypse jetzt am Start. Vielleicht ist es ja dort besser. Ich meine, so oder so starten wir in der Nacht. Aber dafür können wir auch nochmal dann schön den Morgengrauen in San Andreas betrachten. Weil der zweite geht ungefähr eine Viertelstunde. Laut Wiki. Also schon etwas länger. Und vor allem längere Zeit auf dem Fahrrad. Aber das werden wir jetzt gleich alles sehen. Ah, und die Lichteffekte sind so geil bei Regen und bei Nacht. Echt genial hier. Vor allem der rote Himmel, also das hier, also das ist echt komplettes Apokalypse-Wetter. Das Spiel meint es offenbar nicht so gut mit CJ, was den Triathlon betrifft. Hab gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Aber wir schaffen das, Leute. So, und hier vorne müsste eigentlich gleich das kleine Städtchen sein mit der Fisher's Lagoon. Wow.
Mensch, das ist aber auch eine lange Fahrt, das hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt. Aber wir fahren ja durch komplett Los Santos und Umfeld. Aber ja, ist es schon. Genau, hier unten sehen wir schon den roten Checkpoint. Dann können wir gleich mal abkürzen ein bisschen. Tja, eigentlich sollte man ja nicht im Gewitter ins Wasser gehen. Aber wir müssen da jetzt durch. Denn wir starten jetzt Beat the Cock Nummer 2. Und hoffentlich wird das Wetter schöner. Auch hier starten wir mit einem Jump ins Wasser. Und sind auch gleich auf Platz Nummer 1. Und der Regen hört auf, oder? So ein bisschen? Ja. Kommt es mir nur so vor? Nö, es ist auch wirklich so. Sehr schön. Direkt zu Anfang. Ja, wobei die uns jetzt schon hier, ja, überholen. Leute? Leute? Okay. Jetzt macht's mir doch ein bisschen Angst. Wir sind auf dem letzten Platz. Aber wieso sind wir jetzt so langsam? Kann ich denn doch schneller schwimmen, wenn ich die Shift-Taste spam? Ich probiere das jetzt mal. Aber eigentlich nicht, nein. Obwohl, ich hol doch schon ein bisschen auf, oder? Aber so hole ich jetzt auch wieder auf. Also keine Ahnung, warum ich gerade so langsam war. Entweder die KI hat einen Boost, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ja, genauso wie jetzt wieder. Jetzt spam ich nochmal. Nee, also es liegt wirklich an der KI, dass die dann irgendwie so nach einem neuen Checkpoint erstmal einen übelsten Boost bekommt. Warum auch immer. Ja, seht ihr, die gehen ja komplett ab. Ich mach mir jetzt einfach mal noch keine Sorgen. Sie sind jetzt noch nicht so wirklich außer Reichweite, obwohl es schon eine ganz schöne Entfernung ist. Und wir folgen denen mal. Siehst du, und jetzt hole ich wieder auf. Also keine Ahnung. Der draußen, der schwimmt komplett irgendwo nirgendwo rum. So, und jetzt kriegen die wahrscheinlich gleich wieder einen kompletten Boost. Tja, wer weiß. Vielleicht sind jetzt denen ihre Tabletten aufgebraucht. So, gleich die Richtung wechseln. Ja, jetzt haben wir sie wieder einen Boost. Tja, wer weiß. Na gut, aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Weil das Wichtigste kommt ja erst dann noch, das Radfahren. Und ich denke, das müsste dann auch gleich kommen. Hat eigentlich schon mal jemand von euch einen Triathlon gemacht? Also das würde mich mal jetzt auch interessieren. Also ich muss echt sagen, ich bin jetzt wirklich kein sportbegeisterter Mensch, muss ich wirklich zugeben. Also ich denke,
Da kann man jetzt mich auch nicht dafür hassen. Mach ich halt nicht so gern, habe ich auch jetzt für mich nicht so wirklich als übelstes Hobby entdeckt, da jetzt irgendwie immer joggen zu gehen oder so. Aber es gibt ja echt welche, die sind so sportlich aktiv, das ist der Wahnsinn. Und deswegen könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal einen Triathlon gemacht habt. Und wo vor allem? Also mal so was Kleines oder was richtig Offizielles dann schon. War auf jeden Fall mal sehr interessant. So, und jetzt merke ich aber gerade, die ganzen Leute hier, die sind ganz schön weit im Vorsprung. Wir machen gleich mal jetzt hier am Beach. Bisschen abkürzen. Komm, CJ. Los. Ah, die sind schon ganz schön losgebrettert. Aber Fahrradfahren. Ja, da können wir gleich hier abkürzen. Ja, und den Berg hoch. Leute, was macht ihr denn hier? Wollt ihr mich rollen? Oh, wo geht's denn hier lang? Ah, oh, ich glaube, den Weg bin ich auch noch nie lang gefahren hier. Mitten durch die Pampa jetzt. Aber wie gesagt, auch schön bei Sonnenaufgang. Ja, und wenn ich schon jetzt sehe, ne, wie langsam die Fahrradfahrer eigentlich sind, da weiß ich doch, dass wir da auch ordentlich Zeit rausholen können. Und auf Platz Nummer 1. Mit weit Vorsprung schon. Ja, das sollte kein Problem sein. Also ich denke, wir machen jetzt auch nur den Straßen entlang. Ich glaube, die werden jetzt nicht nochmal irgendwie hier durch die Prärie irgendeinen Pfad nehmen. Ah, oh, herrlich hier. Guck dir das an. San Fierro, die San Fierro Bridge. Also ich werde schon echt ein bisschen trauern, wenn das LP vorbei ist. Immerhin muss ich ja sagen, dass damit ist ja im Prinzip mein Kanal so ein, ja, ich sag mal, damit ist ja mit gewachsen mit diesen LP. Auch gewachsen in dem Sinne von Erfahrungen und alles Mögliche. Freundschaften mit anderen YouTubern. Erfahrungen im Sinne von Bearbeitung, Videobearbeitung, Audiobearbeitung, alles drum und dran. Das ist ja alles eigentlich mit dem LP hier gewachsen. Ich meine, klar, man geht immer weiter in Erfahrung und Bearbeitung, alles drum und dran, ne? Aber so diese wichtigsten Basics habe ich eigentlich mit dem LP hier gelernt. So was anderes ausprobieren. Auch jetzt, ihr seht es ja zum Beispiel, wenn man die ersten Parts vergleicht. Noch zu dem Anfangs-Intro, das ich hatte, dann das zweite Intro, dann hatte ich es ja komplett weggelassen, weil es ja auch für mich einfach, es ist eigentlich unnötige Zeit, die man da in einem Video nochmal platziert, extra für euch. Also das braucht ihr euch ja eigentlich jetzt nicht 100-mal anzugucken, so ein Intro. Dann halt, ja, in der Thumbnail-Bearbeitung ganz stark. Wenn er da die ersten, deswegen lasse ich auch die ersten Parts so mit dem Thumbnail drin. Hatte ich mir auch schon mal überlegt, die komplett ersten Thumbnails nochmal zu überarbeiten. Vielleicht mache ich das, aber eigentlich muss ich sagen, will ich die alten Thumbnails schon drin behalten, weil man da so ein bisschen doch meine Lernkurve sieht, was YouTube betrifft und ja, wie ich mich weiterentwickelt habe, sage ich jetzt mal. Ist für mich irgendwie ganz wichtig. Und ich denke, ihr habt es auch gemerkt, wie ich mich so in dem, also so die ersten, die jetzt noch bei mir zugeschaut haben damals, wie ich mich so verbessert habe, auch jetzt in den Monaten. Ist ja jetzt eigentlich schon fast ein halbes Jahr. Ja, ein halbes Jahr YouTube. Und San Andreas ist fast vorbei, also ihr seht, wie lang so ein Game gehen kann tatsächlich. Aber wie gesagt, es hat mir echt Spaß gemacht und natürlich bekommt ihr dann nochmal einen Abschluss-Review im letzten Part, den ich natürlich
nochmal ganz special-mäßig gestalten werde. Das heißt ganz special-mäßig. Aber da wird auf jeden Fall nicht mit der Endmission enden. Sondern da wird nochmal ein separater Part folgen. Was wirklich dann auch mein persönliches Ende zu dem Spiel ist. Womit ich dann nicht mit der Hauptmission abschließe, sondern halt nochmal mit meiner persönlichen Meinung und alles drum und dran. Und dann ist halt für mich das Spiel beendet. Ja, und dann werde ich auch früher oder später, und ich denke, das wird gar nicht mal so lange dauern, das neue GTA-LP rausbringen. Was das sein wird, das ist natürlich, oder liegt in eurer Hand, dass ihr da abstimmt. Ich weiß auch gar nicht, auf welches GTA ich mehr Lust hätte, muss ich sagen. Also ich finde eigentlich alle geil. Natürlich habe ich jetzt Liberty City Stories und Vice City Stories noch nie gespielt, also das wäre auch komplett blind. Aber ich hätte wirklich Lust auf jedes GTA, vor allem weil ich noch nie eins zu 100% abgeschlossen habe. Deswegen ist ja so die zweite Hälfte vom Spiel, gerade bei GTA 5, also da kann man ja auch so viel machen zum Beispiel. Das ist ja der absolute Hammer. Wenn man so die Hauptmission durchspielt, da hat man ja erstmal gefühlt 30% vom Spiel gesehen. Und ja, auch bei GTA 5 würde ich mich sehr freuen. Über eine LP, wobei das natürlich noch länger wird jetzt als San Andreas, weiß ich einfach. Aber ja, und wie gesagt, ich würde mich aber auch über jedes andere freuen. Vielleicht mache ich irgendwie mal noch ein Video so zu meinen besten GTAs. Aber das kann ich eigentlich erst machen, wenn ich sie wirklich alle gespielt habe. Und wenn das passiert, dann bin ich, glaube ich, 40 oder so. Ah gut, wollen wir mal nicht übertreiben. Boah, okay, das war ein Fail. Dürfte aber verschmerzbar sein. Das war schon wirklich so ein Traum, so jedes GTA 100% auf dem Kanal. Boah. Das wäre wirklich ein Traum. Ja, dann weiß man ja gar nicht mal, was man danach zockt. Na gut, vielleicht kommt bis dahin GTA 6. Und dann muss ich wahrscheinlich mal auch zum Online-Spieler werden. Dann ist es wenigstens unendlich lang, eigentlich. Aber ich freue mich aber auch auf GTA 6. Also das wird auch gleich sofort kommen dann auf dem Kanal, weil da will ich nicht erst warten. Ich ja, habe aber nicht die Hoffnung, dass es gleich für PC rauskommt, wie es halt auch bei GTA 5 war. Also da muss ich wahrscheinlich dann in den sauren Apfel beißen, wobei ich halt überhaupt kein Konsolenfan bin. Aber dass ich das halt für die PS5 dann meinetwegen kaufe. So oder so muss ich Geld ausgeben, weil, ich sag mal, wenn ich das auf meinen PC zocken will, dann muss ich bestimmt nochmal einen Taui reinstecken oder sowas, also locker. Ich glaube nicht, dass es jetzt mit meinen jetzigen Komponenten klappen würde, weil GTA 6 wird schon äußerst heftig werden, denke ich, was die Anforderungen betrifft. Da werden viele PC-Spieler rein investieren müssen. Aber vielleicht sind bis dahin die Preise etwas abgeflacht auch. Wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. So, und wir sind übrigens in Las Venturas, falls von euch noch keiner gemerkt hat. Ja, ich denke doch mal schon. Aber in der dritten Stadt. Und hier endet auch der Triathlon. Finde ich aber eigentlich nochmal so einen schönen Laberpart. Werden wir zwar noch einen haben, dann nach den Sammelmissionen. Das habe ich mir schon so ein bisschen
ausgemalt, was danach noch wird. Weil ich will euch ja trotzdem das komplette Game zeigen, ne? Also wenn ich das jetzt schon mal mache, ja, Aufriss will ich noch nicht mal sagen, ne? Aber man investiert ja jetzt schon sehr viel Zeit für die 100%. Es sieht ja auch an den Parts, also das ist ja ungefähr, ja, nochmal die Hälfte von meinen eigentlichen Let's Play Parts, kann man sagen. Und das ist schon ganz schön viel eigentlich. Von einem Spiel, was man für 100% braucht. Oh, hier drüben, oh, hier hinten kommen sie aber auch schon. Ja, so langsam sind sie gar nicht. Wäre jetzt noch übelst cool, würden die mich einholen. Also, was heißt cool? Aber... Oh, hier hinten kommen sie aber schon gerannt. Ja. Okay. ja. Aber ich denke, die holen mich nicht mehr ein. Also wenn die mich jetzt noch einholen, ne, das wäre übelst krank. So, wo sind sie? Dort hinten ist einer, den habe ich gesehen. Ja, die an mich ran sind. Ja, ganz dort hinten ist der letzte. Nähe. Da passiert nichts mehr. Eigentlich könnte ich jetzt mal schön mit einer Rakete hinterballern, aber ich habe so viel Angst, dass die Mission dann aus ist. Nee, das mache ich nicht. Und hier vorne ist, glaube ich, auch schon das Ziel. Da sehe ich zumindest jetzt keinen Richtungspfeil mehr. Das dürfte das Ziel sein. 15 Minuten, ja, das könnte das Ziel sein. War ein echt geiler Triathlon. Echt cool. Nochmal alles gesehen hier. Und viel gelabert, das ist auch wichtig. Und das ist das Ziel, Sieger. Und gleich sind wieder die Cops da, komplette Eskalation hier in San Andreas. Aber das ist doch auch ganz gut so. Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen. Lasst doch mal einen Daumen hoch für CJ da. Der hat sich jetzt hier abgerackert, schwitzt wie ein Schwein. Und durch ihn haben wir jetzt den zweiten Triathlon gewonnen. Ja, und ihr habt am Geld gesehen, also insgesamt 30.000 Dollar bringen diese zwei Triathlons. Heißt das Triathlons? Ja. Also jetzt nicht viel, aber es hat auch Spaß gemacht. Dann sehen wir uns bei dem nächsten 100% Guide. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, Leute.